Wir müssen lernen zu vertrauen. Und dem Schwert folgen. Gemeinsam. Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Goodie mit einem weiteren Video zu Assassin's Creed Shadows. Es geht weiter um die Kritik, denn mein gestriges Video wurde von euch, ja sag ich mal, mit Kommentaren wirklich überflutet. Das finde ich richtig, richtig mega. Dafür schon mal alle fetten Daumen nach oben von mir an euch. Und ein großes Dankeschön natürlich für eure rege Beteiligung zu dem Thema. Und das hat mich ehrlich gesagt dazu gebracht zu sagen, hey, ich mache ein weiteres Video, wo ich ein bisschen mehr ins Detail gehe. Ich habe das ja gestern relativ grob überflogen, nur euch darauf hingewiesen, auf die, ja, die Probleme, die dort momentan sind. Bin da aber nicht so richtig tief in die Thematik eingestiegen, ganz einfach, weil ich einfach dachte, das ist nicht notwendig. Wenn ich jetzt aber, wie gesagt, die vielen Kommentare von euch sehe, denke ich mal, ist es auch notwendig, das Ganze nochmal ein wenig genauer zu beleuchten. Und dazu gehört, denke ich mal, auch allgemein, Ubisoft selbst steht dort wahrscheinlich einfach deswegen auch so in der Kritik, weil Ubisoft generell kritikwürdig geworden ist, kann man das so nennen, ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber die Gesellschaft heutzutage kritisiert sowieso gerne. Das ist, da haben wir YouTuber ganz genauso Schuld, ne? Wenn wir ein Video machen, wo drauf steht Skull and Bones, alles scheiße, dann wird das öfters geklickt, als wenn da steht Skull and Bones, es ist super. Ist jetzt einfach mal unabhängig vom Spiel selbst, sondern einfach nur die Aussage, dass es einfach mehr Klicks rasselt, wenn man sagt, alles ist doof. Denn die Leute lieben es, wenn alles doof ist. Und Ubisoft hat sich natürlich auch oft nicht mit Ruhm bekleckert und war deswegen wahrscheinlich auch einfach so ein gefundenes Fressen, so ein bisschen für die Community hier Kritik äußern zu können bei all diesen ganzen Unzulänglichkeiten. Wie gesagt, ich habe es gestern erwähnt, chinesische Gebäude oder Gebäudeteile, die nicht da hineingehören. Leute, die sitzen, wo sie nicht hingehören, weil sie halt nur einfache Bauern sind und nicht auf derselben Höhe sitzen dürfen. All diese Fehler hat man Ubisoft massiv angekreidet. Dazu möchte ich als erste Inwarnung dieses Bild euch zeigen. Denn bei jedem Start eines Ubisoft-Spiels steht inspiriert. Sie sind inspiriert von historischen Ereignissen und damit sind wir eindeutig im Bereich der Fiktion. Wenn man sich von etwas inspirieren lässt, dann ist das halt einfach nur inspiriert. Wir kennen das auch von Filmen, wir kennen das bei Filmen ganz genauso. Basiert auf wahren Begebenheiten ist heutzutage wahnsinnig in geworden, aber dieses Basieren wird dann immer sehr, sehr stark relativiert, weil man ja doch dann aus anderen Gründen das Ganze mehr fiktiv gestalten musste. Und das hätte Ubisoft auch weiterhin machen sollen, denn sie haben es bisher bei Assassin's Creed gemacht, dass wir immer fiktive Charaktere hatten. Und nicht nur, dass diese Charaktere fiktiv waren, sondern, ja, sage ich mal, 90% der Fällen wirklich aus dem Land stammten, wo das Spiel spielte. Wir sehen Alter Ia, Ezio, Cassandra, Alexios, die haben alle auch dort in dieses Land hineingehört. Und ich denke mal, die japanische Community hätte sich einfach gefreut, wenn sie halt auch einen japanischen Hauptdarsteller hätten. Zum Glück haben wir zwei. Wir haben Naoi, darf man nie vergessen. Die junge Dame wird wahrscheinlich ganz, ganz viel Spaß machen, ganz, ganz viel Spielspaß bringen, denn jeder ist begeistert von ihr. Und da wäre es wohl schön gewesen, eine fiktive Person zu nehmen und dort nicht dann unbedingt ja einen so umstrittenen Charakter zu nehmen. Das ist meine Meinung. Klar, wir haben natürlich auch andere Beispiele, sagen wir mal Eivor aus Valhalla. Natürlich waren das Wikinger in England, aber auch das ist allgemein aus der Geschichte bekannt. Die Wikinger haben nun mal in England geliebt. Dann dieser historische Ansatz, der immer wieder, ja, sag ich mal, in den Vordergrund gestellt wird von Ubisoft, den finde ich super Sahne normalerweise. Wenn ich zum Beispiel an Origins denke, wo dann halt hier diese Entdeckungstour kam, wo man dann viel über das alte Ägypten gelernt hat, jedenfalls hoffe ich, dass ich alles korrekt dort gelernt habe, denn ich fand diese Entdeckungstour richtig toll und freute mich halt innerhalb von Assassin's Creed wirklich, ja, eine kleine Bildungsreise zu machen, so nennen wir es einfach mal. Daher geht man schon von aus, dass natürlich, wie gesagt, die ganzen Sachen relativ gut dargestellt werden. Und da ist natürlich der größte Fehler, vielleicht sogar nur ein Übersetzungsfehler, vielleicht liegt es nur an einer Übersetzung. Denn wie gesagt, diese historische Genauigkeit, die hat Ubisoft ja extra nochmal damals auf der Seite von Xbox nochmal promoviert, nochmal groß angekündigt. Da sagte ja
Game Director Charles Benoit. Wir befinden uns am Ende der Sengoku-Ära, einem Wendepunkt in der japanischen Geschichte. Assassin's Creed ist bekannt für seine Darstellung der Geschichte und die genaue Nachbildung der Welt. Und das können die Spieler auch von Assassin's Creed Shadows erwarten. Wir zeigen echte historische Persönlichkeiten wie Oda Nobunaga und viele Ereignisse, die zu dieser Zeit stattfanden. So spielt man nicht nur im feudalen Japan, sondern lernt auch über diese fantastische Epoche. Hört sich soweit gut an. Auf der japanischen Seite wiederum, oder besser gesagt die japanische Übersetzung dazu, da liest sich der letzte Satz anders. Dieses Werk stellt historische Persönlichkeiten wie Oda Nobunaga und die damaligen Ereignisse originalgetreu dar, sodass die Spieler die Möglichkeit haben, im feudalen Japan das Spiel zu genießen und über diese fantastische Epoche zu lernen. Und ich denke, das ist der größte Aufhänger des ganzen Ärgers, dass dort wirklich steht, die Ereignisse werden originalgetreu dargestellt. Und das ist halt einfach nicht der Fall. Und wir haben dort auch nochmal eine Aussage von World Director Stephanie Ann, die sagte, seit einigen Jahren arbeiten wir mit Experten zusammen, führen aber auch Nachforschungen mit unserem japanischen Studio und Team durch. Wir nutzen verschiedene Informationsquellen, um sicherzustellen, dass das Team die richtige Vorstellung hat und alle notwendigen Informationen besitzt, um das Japan des 16. Jahrhunderts nachzubilden. Und da kann man dann einfach nur mangelnde Recherche des Teams letztendlich dem Spiel vorwerfen, denn wenn ich von originalgetreu rede und anschließend chinesische Bauten einfüge in das Spiel, dann passt das nicht gut. Da haben wir noch einen Kritikpunkt, aber es geht ja leider weiter. Wenn man schon am Kritisieren ist, dann sucht man natürlich, ja, sage ich mal, wirklich direkt jede Nadel im Heuhaufen. Und dann findet man zum Beispiel halt auch eine Flagge, die dort nicht hingehört. Diese Flagge gehört zu einer japanischen Gruppe, die sich mit irgendwas beschäftigt, ist gar nicht so wichtig was, aber es ist halt ihre Flagge gewesen. Auch hier die Aussage von Ubisoft, dass sie sich für die Verwendung der Flagge entschuldigen, dass sie vergessen haben nachzufragen. Vergessen nachzufragen. Ich frage nicht nach, solange ich nicht erwischt werde. So kann man das halt natürlich auch formulieren, wenn man sehr, sehr gerne möchte. Die nächste Ungereimtheit, die es dann gab, war gewesen, dass extra ein Video für den japanischen Markt gemacht wurde, dieser aber nur verfügbar war mit chinesischen Untertiteln. Und auch das passt natürlich nicht, ne? Da fühlen sich einfach die Japaner respektlos behandelt. Und auch hier nochmal der Hinweis, Japaner, Respekt, Ehre, Treue, das sind ganz andere Werte beinahe, als sie bei uns im europäischen Raum sind, so würde ich es einfach mal sagen. Das ist halt einfach gerade die japanische Kultur einfach viel, viel höher gehängt, als das bei uns in Europa der Fall ist. Und da kommt das natürlich her. Und es gibt, wie gesagt, japanische Politiker, die das Ganze dann schon bezeichneten als respektlos gegenüber Japan. Wie hätte man all das umgehen können? Indem man einfach keine echte historische Figur nimmt. Ich denke, wie gesagt, Ubisoft hat da auf alle Fälle das Ganze gelernt. Und weil ihr, wie gesagt, so interessiert wart, habe ich jetzt auch nochmal die Antwort von Ubisoft für euch hier im Hintergrund nochmal komplett eingeblendet. Ich könnte euch das jetzt alles vorlesen, aber das ist Schmarrn, wenn ich es euch einblende, dass ich dann nochmal dieselben Worte verwende und damit das Video irgendwie unnötig in die Länge ziehe, will ich gar nicht. Ihr könnt ja einfach ganz kurz auf Pause hauen, dann könnt ihr dort nochmal auf Deutsch die Entschuldigung an die japanische Community von Ubisoft lesen. Und dort ist halt ganz, ganz stark natürlich die Aussage, das Ganze ist Fiktion, das war es schon immer gewesen. Wir regen uns nicht auf. Denke ich mal, wir freuen uns auf ein tolles Assassin's Creed. Gerade auch das, wenn ich eure Kommentare lese, ist es wirklich bei vielen so, dass sie halt ja diesen großen, großen Aufschrei der japanischen Community gar nicht sehen, was ich auch absolut nachvollziehen kann. Wie gesagt, wir haben da ein ganz anderes Bild drauf. Ubisoft wird nur in Zukunft an dieser Stelle vorsichtiger sein müssen. Und wie gesagt, auch momentan Star Wars, da kommen wir nochmal im gesonderten Video zu, aus Star Wars, ist momentan aktuell von Ubisoft in einer, ja, sag ich mal, relativ großen Kritik angesiedelt. Und deswegen ist es natürlich einfach irgendwo halt auch, sag ich mal, der geprügelte Hund, auf den man gerne weiter einprügelt. Oder wie genau dieser Spruch damals genau war, da hat Ubisoft einfach eine Menge gut zu machen. Und ich denke mal, die haben genug Leute dort, die haben genug Manpower dort, dass sie da hoffentlich da wieder zukommen, ihren Ruf
einigermaßen reinzuwaschen. Am besten sollte Ihnen das gelingen, indem Sie fantastische Spiele abliefern, indem Sie ein sehr, sehr gutes Star Wars abliefern, indem Sie ein sehr, sehr gutes Assassin's Creed abliefern. Und die ganze Kritik wird einfach verschwinden. Und wir können uns auf das konzentrieren, was wirklich wichtig ist, zocken. Denn darum geht es uns. Wir wollen einfach nur Spaß in Spielen haben. Und ich freue mich weiter auf Assassin's Creed Shadows. Nur halt die ganzen Infos nochmal für euch fand ich ganz, ganz wichtig, nachdem so rege Beteiligung in den Kommentaren ist, dass dort nochmal wirklich alle Infos von mir an euch auch weitergegeben werden. Ich habe diese ganze Sache mit Wikipedia weggelassen. Das könnte man auch noch jetzt ins Video hineinbringen, dass halt dieser Thomas Lockley ja wohl massiv auf Wikipedia an seinen Beiträgen herumeditiert hat, dass sogar Wikipedia dazu übergehen musste, weil zum kleinen Bearbeitungskrieg wirklich mittlerweile auf Wikipedia kam, dass die Einträge gesperrt werden mussten und vieles weiteres. Ubisoft hatte dann wiederum gesagt, nein, wir haben nicht mit Thomas Lockley zusammengearbeitet. Dann stellte sich heraus, doch, es gab da durchaus eine Verbindung. Und das ist natürlich auch eine Sache, die das nicht besser gemacht hat. Und ansonsten empfehle ich euch den Kanal Einfach Japanisch. Dort könnt ihr nochmal genau, nachhören, nachlesen von jemandem, der richtig Ahnung hat, der aus dem Japanischen stammt, womit das Ganze zusammenhängt, welche, Fehler es auf Wikipedia gab. Ich verlinke euch das Video unten in der Videobeschreibung. Das war's von mir. Ich danke euch fürs Dabeisein. Ich hoffe, es war interessant für euch. Danke euch nochmal für die Kommentare. Freue mich darauf, wenn ihr das nächste Mal auch wieder einschaltet und sage bis dahin so long goodbye. Keep gaming, euer Goody. Slower death than the one I'm about to give him.